war sogenannt langzeitarbeitslos und zurzeit bin ich tätig bei der Caritas als Stromsparhelfer. Mein Beruf ist praktisch risikolos. Ich weiß, dass ich immer etwas finde, wo ich Strom oder Energie sparen kann. Also ich habe nie schlechte Kritiken. Nicht nur ich, sondern auch 50 Kollegen sind allein in Berlin tätig im Stromsparcheck. Und ich denke, wir als Gruppe bewegen schon viel. Und das Ganze ist sogar deutschlandweit. Und wenn es weltweit wäre, dann haben wir eine Riesenmenge bewegt. Wie viele Personen sind hier im Haushalt? Zwei. Zwei Personen. Da schauen wir mal, ob wir irgendwelche Verbraucher finden, wo wir den Stromverbrauch schon mal senken können. Ich zeige Ihnen mal die Räumlichkeiten. Sie werden sich fragen, was macht denn ein Kühlschrank hier? Das Gerät ist einfach zu groß für die Haushaltsgröße. Und auch da gehen wir relativ pragmatisch an. Wir müssen uns überlegen, wie kann man das Ladevolumen hier verkleinern. Dankeschön. Luft einfach zu kühlen ist das Teuerste, was es gibt. Es wäre also auch denkbar, wenn Sie also leere Fächer haben, dort auch Zeitungen kann man da reinmachen. So, Sie haben hier einen Durchfluss von ca. 12 Litern. In jedem Baumarkt bekommt man Durchlaufbegrenzer zu kaufen, kosten 1,50, 2 Euro, nicht mal teuer. Und sie haben einen Rieseneffekt. Und wenn ich das jetzt durchrechne, was wir alles so bei Ihnen gefunden haben, haben wir die Möglichkeit, ca. 400 Euro, das sind so 35 Euro im Monat, einzusparen. Wir haben hier normale Energiesparlampen, wir haben LED-Lampen. Wenn der Raumthermometer im Wohnzimmer ist, dann können Sie also die Temperatur einstellen und da haben Sie im Wohnzimmer 20 Grad. Und ich bin sicher, dass wenn wir es wollen, dass wir in absehbarer Zeit eine Eigenversorgung durch Sonne, Wind und Wasser möglich machen können. Wenn große Köpfe und Menschen, die viel Geld haben, auch eine Menge Geld investieren da rein, dann haben wir die Möglichkeit, eine absolut super Umwelt zu haben.